Der Kreisparteitag der CDU Bitburg-Brumm hat Patrick Schnieder als Bundestagskandidaten und damit als Nachfolger für Peter Rauen aufgestellt. Gleichzeitig nominierten die Mitglieder Paul Glauben aus Mayen als Bewerber für den Posten des Landrats im Eifelkreis. In offener Abstimmung fiel die Wahl von Patrick Schnieder einstimmig aus. Schnieder ist derzeit Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld. 99,4% der Stimmen bekam Landratskandidat Paul Glauben. Er ist der Chef des Wissenschaftlichen Dienstes im Landtag von Rheinland-Pfalz. Die Wahl des Landrats im Eifelkreis ist am 7. Juni 2009.